Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Livestream und vor allem den Leuten, die mich aufs Hitbox, früher dieses Hitbox, jetzt heißt das Madcast, anschauen, denn das ist mein erster Stream auf der neuen Plattform Smartcast. Ja, schön, dass ich es endlich hinbekommen habe, auch auf Smashcast zu streamen, weil das habe ich mir schon länger vorgenommen, das zu machen. Und ja, mal jetzt tue ich das Easygoing einfach in die Tat umsetzen und dementsprechend tue ich es jetzt offiziell auf 4 Plattformen gleichzeitig streamen. Ja, eine Sache, die man kaum glaubt, ne? Damit hätten wir Twitch, ist klar, YouTube, SRS klar, Mixer auch, Mixer kennen glaube ich noch alle, das kommt zu langsam nach Deutschland von Microsoft, ist eine sehr geile Streaming-Plattform tatsächlich und jetzt eben auch Smashcast, früher besser bekannt eben als Hitbox. Und ja, damit bin ich sehr zufrieden eigentlich, ne? Ich meine, wir haben 2 Schüsse auf Smashcast. Hallo Leute, ich bin neu, also bitte nicht so sauer sein, falls ich irgendwas vergeige. Und auf YouTube haben wir auch 2 Schüsse sauer. Das ist ja schön. Ja, wir spielen jetzt bei Rot Mario Kart, weil ich muss Mario Kart für meinen YouTube-Channel noch vor aufnehmen, was ich jetzt eben mache. Und ich würde sagen, auf Hitbox schaut unbedingt mal bei meinem YouTube-Channel vorbei, würde mich freuen. Der ist so quasi mein Herzensstück, mehr oder weniger. Also, ja, mehr als nur mein Hobby. Damit drücken wir ZLZR und fangen an. Und das wollte ich einfach nur ziemlich in dem Video hier, in dem Stream hier klar machen. Ich habe jetzt offiziell auch Smashcast. So, über den Link, den ich gerade versendet habe, kommt in meinen YouTube-Channel, dies nur als Info. So, wir spielen Einzelspieler. Wir machen einen Grand Prix in 100 CCM. Sind Larry, haben... Hui. Tempo ist ein bisschen am Arsch, ne? Das ist geiles Handling. Handling ist richtig nice. Tempo ist halt irgendwie am Arsch mit dem Ding. Probieren wir mal das hier. Einfach mal ausprobieren. So, was fehlt uns denn? Haben wir den Stand Cap hatten wir, glaube ich, das weiß jetzt gerade nicht. Welche Cups wir alles schon hatten, welche noch nicht so ungefähr, ne? Gib mir mal eine Sekunde, dann herausgefunden, welchen Cup wir als letztes hatten und welchen wir jetzt dementsprechend machen können. So. Also auf YouTube, ihr braucht es nicht ungeachtet gefühlt. In Discord kommt jetzt nicht, weil ist jetzt quasi nur ein bisschen Mario Kart Spiel. Also da mache ich jetzt mal ohne Discord. Ich brauche nicht immer Discord zu haben. Kommt das nächste Mal wieder. Und jetzt rausgefunden. Hier war der letzte Part. Da hatten wir. Welchen. Okay, das heißt, es geht, wir machen den Triple Force Cup, hatte ich aber schon mal gebracht gehabt. Das heißt, auf gut Deutsch kommt jetzt schon der Blätter Cup, also der vorletzte Cup hier. In eines Höhen, an sich wäre es Hundshöhen, aber hier haben wir Baby Park, der die ganze Sache ein bisschen runter sieht und irgendwie ein bisschen, ja, nicht ganz so schön macht. Aber was soll's, da müssen wir jetzt wohl durch. So, ja, wie geht's das, Leute? Vor allem, wie gesagt, auf Hitbox, weil das halt so das Neue der Neue ist, wo es hier streamt. Dementsprechend müssen die jetzt die extra grüßen, aber natürlich auch auf YouTube. Zum Beispiel an Darkness Moon, der gerade was auf YouTube geschrieben hat. Und ist. So. Stopp mal, wieso fahr ich eigentlich gerade von allein? Das beunruhigt mich gerade. So. Und ich fahre gerade ein bisschen besoffen durch die Gegend, aber wieso? Wieso Autobeschleunigung? Wieso ist die an? Die ist völliger Dreck. Aber okay. So. Ah, das hat mich jetzt getroffen. Das war nicht schön.
So. Das weiß ich auch in der Theorie, weshalb man Scream auch manchmal diese Frame-Einbrüche hat. Und ich denke auch so wissen, wie ich das beheben kann, aber ich jetzt durch Hitbox erst rausgefunden. Ein paar Tricks und Tipps und Tricks für meinen Endrekorder im Prinzip, durch die Screams jetzt vermutlich noch flüssiger und einfach besser laufen wird. Das ist dem Expressen doch schon sehr schön. Das ist keine Hilfe. Und ich war gerade in die falsche. What the fuck? Also, Baby Park ist so eine Bahn, die mag ich so ziemlich irgendwie gar nicht. Die ist ätzend. Was ist das? Was geht hier gerade alles auf mich los, ey? Das ist nicht schön. So, Hitbox hat übrigens am erfolgreichsten, wie am wenigsten. Da kommt, wird das Stream quasi am schnellsten übertragen. Das ist sehr angenehm. Hitbox ist eigentlich Esther, ich nenne es immer noch Hitbox, obwohl es eigentlich als hier Smashcast heißt, aber es hat mir den Hitbox-Name irgendwie dafür eingeprägt. Das ist besser. So, Arc, natürlich kann es Arc an Jonas. Und wir reden heute in dem Mario Kart-Part immer generell ein bisschen über Stream. Aber die Frage besten was ich beantworten. Natürlich kenne ich Arc, aber ich spiele es jetzt nicht so krass aktiv. Ich habe es mal gespielt gehabt, kurzzeitig, aber nicht wirklich lang. Also ist nicht ganz so meins. So, aber wir gerade schon angedroht und jetzt durchgesetzt, reden wir bisher über Livestream, wie Livestream funktioniert und generell, wie man das Ganze macht. Die meisten YouTuber vermutlich, und das kennt ihr ja, tun auf der Plattform Twitch Livestream. Sie sind auf YouTube, deren Videos hochladen und auf Twitch Livestream. So war es bei mir auch zum Anfang. Ne, da ist die Geschichte mit Endrecorder und so weiter, also man braucht eine Streaming-Software. Die vermutlich weit verbreiteste ist OBS, ist Freeware. Und immer wenn ich was bezahlen müsste, um Funktionen zu haben, gibt's XSplit. Dann braucht man natürlich ein Twitch-Konto und man muss das Ganze halt einrichten. Capture Card etc. Dann kann man auch so losstreamen. Und dann gibt's Anbieter wie zum Beispiel Restream, den ich nutze, der einige Features hat. Der hat das Feature zum Beispiel, dass man nicht nur auf Twitch streamen kann, sondern auch noch auf vielen anderen Plattformen gleichzeitig. Wie bei mir zum Beispiel mit, wo ich habe ja Restream, ich habe Restream und ich habe nicht nur Twitch, sondern eben auch YouTube, wo es Livestream gleichzeitig Hitbox und Mixer. Das ist eben sehr angenehm so, dass ich auf diesen vier Plattformen gleichzeitig Livestream kann. Ja, das ist eine Sache, die jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist, ne? Und gerade dadurch, dass ich diese Anbieter nutze, wird das Set auch immer so schon angezeigt von allen Plattformen übergreifend. Das heißt, es können Leute auf Mixer zuschauen, auf dieses Hitbox, sind immer noch Hitbox, obwohl es Smashcast heißt, auf Smashcast, auf Twitch und auf YouTube und können das untereinander plattformverteilt unterhalten. Das ist eine sehr schöne Sache. Bei der ich auch sehr, sehr, das Tor B, sehr, sehr zufrieden bin, dass, das was heiße, dass das funktioniert. Und an sich ist Livestreamen eigentlich erst coole Sache, wobei es da immer mal wieder, betrifft gerade hier aktuell auch einige YouTuber, es ein paar Probleme gibt. Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis es Livestreamen in YouTube Deutschland das gab. Weil normalerweise in den USA gab es das auf YouTube schon viel, viel früher als hier in Deutschland, ne? Aber das sind andere Geschichte. Und ich finde halt gerade das coole an Livestreams, was für die nächste Generation auch wird, was normale Videos einfach nicht können, ist eben mit der Community quasi zusammen irgendwas zu machen, ne? Ich meine, klar, man kann mit der Community zocken und das irgendwie, und das Ganze in, als Video hochladen. Das ist aber was anderes, als wenn man einfach direkt das Ganze einfach als Livestream macht. Das macht auch viel mehr Spaß und man kann viel besser mit der Community interagieren, weil man auch weiß, dass die Community einen quasi live zuschaut. Ich fahre da jedes Mal drunter. Das ist echt angenehm irgendwie.
Und dementsprechend, das ist halt das, was mich an Stream so fasziniert und ich an dem Stream einfach so cool finde, mehr oder weniger. Und deshalb bin ich auch total dafür und tun letztes Jahr auch viel mehr streamen, weil ich das einfach so cool finde und letztes Jahr so fasziniert. Ah, weiterfahren! Begeistert und ja, motiviert bin bei eben solchen Livestreams, ne? Und dementsprechend, ja, finde ich es eigentlich richtig, richtig cool. Und ja, bin mal gespannt, wie das noch so wird. So, weiter geht's mit dem nächsten Level. So, ein weiterer Vorteil natürlich für Livestreamen, der mir jetzt gerade auch irgendwie so einfällt. Natürlich, man verbraucht keinen Speicherplatz, weil Videos mit der Game Capture HD aufzunehmen, dies verbraucht in der Regel auch Speicher. Und diesen zum Teil, und ich sollte schauen, dass es hier losgeht, und diesen zum Teil gar nicht mal so gering Speicher, den das Ganze verbraucht. Dementsprechend ist das auch angenehmer, weil es auf YouTube direkt aktiviert wird. Und wie gesagt, mein Hauptpunkt ist, man ist quasi direkt bei der Community. Und das ist doch schon sehr schön. Gerade bei Spielen wie Minecraft, was ja wirklich ein... Kommt heute Abend übrigens ab 20:15 Uhr wieder, als kleine Info, kommt Minecraft. Was eben wirklich ein fertiges Community-Projekt ist. Oder Splatoon 2. Macht das in Form von Livestream einfach viel mehr Sinn. Und Rest haben die gehabt, die mir zum Anfang gesagt haben, ey, Gamercodes, David, Stream öfter live. Livestream bringt dir so viel, alles klar, so viel Gutes. Mehr Zuschauer, weil dieses Freuen, solche Interaktionen zu haben. Und das ist halt eine Sache, hier zumindest, die, wie ich finde, bei kleineren YouTubern viel, viel besser einfach zusammenpasst als bei großen. Bei Nintendo sowas zu machen wie hier, das wird gar nicht gehen. Der hat so viel Follower und Fans und weiß der Geier was, Abos, dass dieses quasi spielen mit dem Streamer da gar nicht, ja, da irgendwie gar nicht so wirklich funktioniert, ne, weil das ihr quasi exklusiv mehr oder weniger mit dem Streamer da mit dem YouTuber da was unternehmen könnt in Minecraft oder so, bei dem zusammen craften geht, Höhle anzuhören geht oder zusammen in Revierkampf Battle 2 gibt, das können entweder nur die VIP-Leute bei größeren YouTubern oder irgendwer, die Wildcats haben, oder weiß der Geier was, ne? Und dementsprechend ist das halt eine Sache, die bei kleinen YouTubern quasi im Vorteil ist, und dementsprechend ist man so als kleiner YouTuber halt auch so seine Vorteile hat, ne? Man hat als großer YouTuber und kleiner YouTuber seine Vorteile. Aber ich finde, wie gesagt, gerade Livestream macht als kleiner YouTuber deutlich mehr Sinn. Und eine Community hat, die bei Livestream dabei ist, quasi einen motiviert, mit einem spielt, das ist schon was wirklich sehr, sehr Schönes. Und das können nicht viele Leute haben. Also das können nicht. Das können natürlich schon jeder haben. Aber trotzdem, die Tatsache, wenn man nachdenkt, dass wenn man streamt, dass ein Haufen begeisterte Leute, die einen mögen und einen Content von einem mögen, mitschauen. Das ist richtig cool. Die sagt wiederum das. Und sowas können halt einfach nur Livestreams quasi einen bieten. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, deshalb machen Livestreams einfach Sinn. Und ja, dementsprechend macht es richtig viel Spaß. Und es gab hier alle Leute, die sagen, hehe, Livestreams ist einfach wirklich besser als normale Videos. Das wird auch die Zukunft auch sein, weil normale Videos hochladen war einmal. Jetzt heißt es Livestream. So. Das Einzige, was mich bei Livestreams wirklich aktiv bisschen manchmal abfuckt, ist diese Frame-Ausbrüche, die man auch hier sehr schön sehen kann, dass zum Beispiel die
So, was soll ich sagen? Also, dass halt die Qualität einfach viel weniger wird, etc. Und das ist eine Sache, die mich wirklich aktiv nervt. Und daran muss ich auch noch arbeiten und deshalb bin ich mit meinem Livestream, so wie ich dir es halt anbiete, auch noch nicht ganz so zufrieden, weil die Qualität meiner Meinung nach einfach noch nicht passt und nicht dem heutigen Standard betrifft. Aber ich glaube, hinterkommen zu sein, weshalb dem so ist, weshalb dieses heiße Dampfen, alles klar. Weshalb dem so ist, weil ich meine Frames-Anzahlung so getan habe und das werde ich direkt nach den 4 Runden jetzt mal schauen, ob ich das runterschrauben kann. Und wenn dem so ist, bin ich natürlich sehr happy. Und das würde heißen, dass dann ja sehr nah Verbesserung am Land ist. Weil ich glaube, dadurch, dass ich nochmal auf der Plattform mehr livestreame, das wird die Qualität ein bisschen schlechter. Ja, wie gesagt, liegt an Frame-Ansprüche, die mein Netz jetzt irgendwie fit machen, was alles vor 4 Plattformen gleichzeitig, ne? Dies braucht schon relativ viel an Power irgendwie. Aber wenn das jetzt natürlich so ist, dass es trotz all meinen Bemühungen des Monats jetzt weitergeht, dass die Qualität einfach so schlecht ist, weil die 4 Plattformen, auf die es Livestream mal wieder nicht packt, dann müsste ich das auf 2 beschränken irgendwie. Also wenn ich es wieder auf 2 beschränken müsste, würde ich es Hit bei einem Twitch und YouTube nehmen. Ansonsten wäre Hitbox noch dabei, Mixer könnte ich eigentlich auch getrost drauf verzichten. Und der Mixer könnte ich eigentlich jederzeit abschalten, weil das ist eigentlich relativ unnötig. Und wie gesagt, noch ganz kurz zu Discord. Weißt du, ich muss hier einfach jetzt ein bisschen zu labern im Mario Kart Part. Heute Abend bei Minecraft ist Discord natürlich wieder da, aber ich brauche es auch nicht bei jedem Stream. So. Ne? Und dementsprechend, ja, wie gesagt, das fasziniert das Thema Livestream einfach. Das machen jetzt halt auch so viele aktive Livestreams. Und es ist halt einfach, wie gesagt, richtig cool, ne? Und sowas kann halt, wie gesagt, auch nicht jeder behaupten hier. Ich meine, ich stelle mal ein Vierteljahr so eine bombencoole Community auf wie hier, die bei Livestreams dabei ist, bei Videos dabei ist. Das geht einfach nur über Livestreams. Und das hat irgendwie irgendwas und was. Und dementsprechend, ja, bin ich dementsprechend sehr zufrieden und sehr motiviert, was das betrifft. So, und jetzt haben wir schon das Ergebnis. Das war es auch so mit der Runde. Das ging irgendwie jetzt noch ein bisschen schneller, so als gedacht tatsächlich. Ich bedanke mich trotzdem allen beim Zuschauen. Ich werde gleich noch ein paar streamen. Davor muss ich noch ein paar Settings umändern, weil ich so ein bisschen vielleicht so in den Gedanken habe, dass sich die Qualität dann nochmal aktiv verbessert und das Ganze besser aussieht. Ich gehe schon mal raus. Jetzt haben wir noch das Ergebnis. Macht's gut. Von meiner Seite aus her und ciao.